Abstiegskampf. Zum ersten Mal in seinem Leben betrat Rolf Schafstall ein Bundesliga-Stadion als Tabellenführer. Er, der sich besser mit den Schattenseiten der Liga auskennt, motivierte die Spieler auf seine Weise. Er drehte die Tabelle schlicht und einfach um und meinte, stellt euch vor, ihr seid Letzter und müsst da hinten raus. Und Uerdingen begann mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers. Fach, er wollte wegen einer Schulterverletzung erst gar nicht spielen, doch er tat es seinem Trainer zuliebe. Wieder Fach im Duett mit Kunz. Immels erste Prüfung bereits nach 2 Minuten. Uerdingen ließ die Stuttgarter erst gar nicht zum Luftholen kommen. Friedhelm Funkeln, ein guter Vertreter von Libero Matthias Herget, mit Präzisionsarbeit. Ebenso Matti und Stefan Kunz, das war zu präzise gespielt. Der VfB enttäuschte nicht nur in der ersten Halbzeit, kein Schuss aufs Uerdinger Tor, ganz anders die Krefelder. Steffen auf Witticek, wieder Steffen, der überall zu finden war. Immel rettete das 0:0 zur Pause. Rolf Schafstall indes wurde unruhig. Schrei die Anspannung raus, hatte ihm sein Doktor empfohlen. Aber heute fraß er es lange Zeit in sich hinein. Ein paar Stockwerke höher, Frau Schafstall, ebenfalls angespannt. Vor Jahren war sie mal auf der Tribüne zusammengebrochen. Der Club ihres Mannes hat in der 90. Minute das Siegtor erzielt. Hier stand es aber noch 0:0, zweite Halbzeit. Jetzt spielten die Uerdinger auf ihr Lieblingstor, das war Kleppinger. Es fehlte das berühmte Quäntchen. Eine Stunde gespielt. Eine Minute später, der VfB beschränkte sich jetzt nur noch aufs Verhindern von Toren. Der eben eingewechselte Neiskens nicht im Abseits. Ja, wenn das Tor doch nicht so klein wäre. Den Trainer hielt es nicht mehr auf der Bank. Er legte sich mit Katternetz an. Schafstalls Worte blieben ungehört. Katernetz spricht nur Jugoslawisch. Stuttgart pomadig und aufreizend lässig. Strehme lässt Kunz gewähren, doch der nimmt die Einladung nicht an. Es war die 63. Minute. 4 Minuten später, Matti, wieder der Holländer Neiskens. Das Uerdinger Lieblingstor war heute ein paar Zentimeter zu niedrig geraten. Der Trainer packte all den Frust über das ausbleibende Glück in die Fäuste. Warum nur, warum will der Ball nicht ins Netz gehen? Dann die 72. Minute. Plötzlich tauchte der als verletzt geltende Jürgen Klinsmann auf. Ari Hahn baute auf den Überraschungseffekt, denn er ließ den Stürmer sich nicht warm laufen. Der Holländer ging ein hohes, vielleicht unverantwortliches Risiko ein. Schwammig auch seine Begründung. Er hat sich weder in der Halbzeit noch in der zweiten Halbzeit warm gelaufen. Ist das nicht ein großes Risiko für einen Spieler? Risiko war noch viel größer, wenn er sich warm läuft. Das bedeutet, dass er vielleicht nicht gespielt hätte. Daher konnte er vielleicht nur eine halbe Stunde in Bewegung sein. Okay. Ich sehe, Sie haben das alles verstanden. Auch mit Klinsmann änderte sich nichts beim VfB. Man hatte den Eindruck, dass die Stuttgarter hier gar nicht gewinnen wollten. Denn Karl Algüvers Freistoß in der 78. Minute war die einzig nennenswerte Chance. 20 Sekunden vor dem Ende. Fach, der 90 Minuten lang durchhielt. Der fleißige Matti mit einem allerletzten Versuch. Und Angelo Neiskens. Er brachte sich und die Uerdinger um den verdienten Lohn. Nach so viel bangen Minuten musste Eikel Immel erst einmal kräftig Luft ablassen. Und während sich Immel des Glücks bewusst wurde, wetterten Fans auf der Tribüne über die vergebene Chance. Rolf Schafstall konterte mit Humor, mit bissigem Humor. Pass auf, dass dein Gebiss nicht rausfällt.